Willkommen zurück, Leute, zu Fairy Legends of Avalon, hier immer noch in der Höhle, wo wir Ifrit bekämpft haben. Ich habe nochmal geguckt, ob ich irgendwas übersehen habe. Ich glaube aber eigentlich müsste ich alles mitgenommen haben. Es sei denn, hier versteckt sich noch irgendwas in den Ecken, aber meistens sieht man das ja schon am Leuchten und es sieht so aus, als wäre da nichts mehr. Kann man da durch? Hallo? Oh. Voll das kleine Geheimversteck hier. Aber irgendwie immer doch nichts, ne? Ach, schade. Ich entdecke ja gerne was. So, wo wollte ich lang? Da lang, zu ihm hier zurück. Was hat er denn jetzt zu sagen? Hallo. Ach, das ist der Djinn. Ich denke immer... Nee, Quatsch, der fliegt ja auch mit uns. Aber wir öffnen mal die nächste Kiste. Verbessertes Luftset! Yay! Ich habe nämlich zufällig genau auf Luft jetzt wieder das Outfit geändert. Das finde ich sehr gut. Das heißt, uns fehlt nur noch ein Kleidungsstück, dann hätten wir Luft verbessert, nämlich voll. Ob wir das noch finden, weiß ich aber leider nicht. Ich lasse es aber mal so. Ich denke, das ist ganz klug. Und jetzt unterhalten wir uns mal mit dem Djinn. Was habt ihr in der Höhle des Djinns zu suchen, ihr armseligen, winzigen Kreaturen? Armselige, winzige Kreaturen Besuch. Wir wollten nur mal vorbeischauen, nicht mehr und nicht weniger. Ihr tätet gut daran, wieder zu gehen, bevor der Djinn Anstoß an euch nimmt. Er wird euch kein zweites Mal darum bitten. Kein Grund zur Panik, wir verschwinden. Aber warum können wir jetzt hier einfach mit ihm sappeln und... YOLO, der tut uns gar nichts? Armselige, winzige Kreatur, sei, wer bist du, dass du es wagst, uns zu beleidigen? Ihr tätet gut daran, wir dasselbe, okay. Ja, na gut. Dann nicht. Dann gehen wir. Wir haben ihn halt ja schon besiegt, den Ifrit. Deswegen verstehe ich nicht, dass der da jetzt gerade noch rumhängt und uns verscheucht. Aber gut, waren wir mal in einer anderen Ecke. Können wir hier mit den Lampen was machen? Nein. Schwabbelbabbel. Ich weiß nicht, was hier Schleimiges gerade ist, aber wir gehen einfach mal wieder raus. Hui. Wenn es denn hier rausgeht, aber anscheinend schon. Ja. So. Wie immer an dem Ladebildschirm noch alles Mögliche steht von dem, was wir schon gemacht haben. Mit der mit seinem Waschbären und Galdis Tränen noch. Was ja auch schon wieder eine Weile her ist. Ja, toll, haben wir das gemacht. Das ist ja schön. Der Ifrit. Sagen wir, Gule weichen, finde Mohnsamen. Ach so, untergehe die Gule. Hätten wir so machen können. Finde Schlafblumen. Finde jemanden, der so mutig ist, um Köder zu folgen. So, oh, das hätte ich natürlich gerne gemacht. Gut, wir haben ihn so besiegt. Wir haben es so gemacht. Erstatte den Sphinx-Bericht. Dann der einfache Weg diesmal. Ach, ist auch gar nicht schlecht. Sonst immer dieses Rumgegurke und Gesuche muss ja auch nicht immer sein. Wo ist er denn jetzt, der Sphinx? Hängt er wieder da unten rum? Dieser komischen Plattform? Oder ist er hier? Oh, nee, da oben ist er doch. Hallo! Mit Sphinx sprechen. Ich habe erfahren, dass der Ifrit für all... Achso, ich rede ja. Ich habe erfahren, dass der Ifrit für all das verantwortlich ist. Er wollte uns vom Einfluss des Königs befreien und hat damit unsere gesamte Welt in Gefahr gebracht. Was für ein Irrsinn. Danke übrigens, dass du die Ghoul losgeworden bist. Das sind wirklich widerwärtige Kreaturen. Also ist das... Hat jetzt doch er geredet? Also ist das Skarabies gerettet? Leider noch nicht. Wir müssen genügend Wasser für ihn auftreiben. Zwar weiß er jetzt wieder seinen Weg, aber lange würde er ohne Wasser nicht überleben. Hier für dich. Vielleicht kannst du den Gegenstand ja gebrauchen. Vielen Dank. Ich werde versuchen, genug Wasser für den Skarabäus zu finden. Auf bald. So, ich habe irgendwas mit elektrischem Set bekommen, habe ich gelesen. Und wir sollen jetzt Wasser auftreiben. Mache ich das wieder da oben oder wo mache ich das? Mache ich das wieder über die Krüge? Weil wir das ja schon mal so gemacht haben? Oder wie? Und finden wir hier so nebenbei auch den höchsten Punkt? Kann man das? Ganz, 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 ganz hoch. Höchster Punkt und so. Ist das der höchste Punkt?
Wir sind doch ganz oben. Ich mach mal hier Heine Tula Rachenheine von Lumpus Rätsel. Finde die höchste Stelle dieser Welt. Also ist das nicht die höchste Stelle der Welt. Oder what? Dieser Welt muss ja nicht unbedingt heißen hier, ne? Aber okay. Hallo. Ach, meine geliebten Pflanzen. Ja, was kann ich für dich tun? Hier, Pflanzen. Durst des heiligen Skarabäus. Der heilige Skarabäus braucht dringend Wasser. Vielleicht weißt du ja, wo ich ihn... Ne? Ich glaube, mit einer Gießkanne würde man da nicht weit kommen. Und du siehst sowieso nicht so aus, als wüsstest du, wie man eine Gießkanne benutzt. Tut mir leid, ich kann dir nicht weiterhelfen. Okay. Dann nicht. Als hättest du ja wenigstens mal ein Stück Stoff für mich da lassen können. Aber dann nicht. Ich glaube, da müssen wir wohl jemand anderen mal fragen. Vielleicht von unten. Vielleicht können die da unten uns ja eher helfen. Komm, wir fragen mal hier. Ihn hier. Abu. Sei gegrüßt, Alexis. Irgendwas bedrückt dich. Kann ich dir helfen? Wenn du schon fragst, normalerweise verkaufe ich Haare an Weber. Haare? Ja, sie wachsen aus dem Panzer des heiligen Skarabäus. Hä, das habe ich doch schon gemacht. Wo liegt das Problem? Als ich das letzte Mal Haare abschneiden wollte, bin ich auf niestende Rochs gestoßen. Diese haarigen, weichen Stellen scheinen sich besonders gut für Jungtiere zu eignen. Und gerade das Fliegen lernen. Trotz ihres zarten Alters sind sie schon ganz schön angriffslustig. Zu angriffslustig für mich. Okay. Dann verjag ich die mal, wenn ich das für ihn tun kann. Und hab damit irgendwie schon wieder einen neuen Quest. Ich treibe die jungen Rochs von der Haarerntestelle. Ah, ja. Dann wollen wir uns mal um die kümmern. Auch wenn ich eigentlich was anderes machen wollte, aber ich lasse mich ja immer allzu gern nur ablenken hier bei Nebenquests, weil was erledigt ist, ist erledigt. Wo hängt ihr ab? Ihr komischen Viecher. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier genau bekämpfen sollen. Hallo. Ich finde das irgendwie... Übrigens eklig, diese komischen Haare. Das ist wie, als ob man so eine Achselhöhle fliegt von irgendeinem Vieh. Von dem Riesenskarabäus. Irgendwie ist es schon ein bisschen eklig. Ist da was drinne? Hallo? Ist da einer drinne? Können wir dich bekämpfen? Bin ich hier richtig? Weiß nicht, wo lang. Ja, gut. Vielleicht finde ich die Stelle ja noch. Aber nicht jetzt. Dann fragen wir nochmal nach wegen dem Wasser. Vielleicht kann uns der hier ja helfen. Hallo. Frage. Durst. Hast du vielleicht eine Idee, wie man den Durst des heiligen Skarabäus stillen kann? Ich habe nicht den leisesten Hauch einer Ahnung. Auf jeden Fall brauchst du dafür eine Menge Wasser. So viel ist sicher. Okay, so, darauf wäre ich auch schon gekommen. Ihr Schlaumeier. Duban, was besorgt? Alles in Ordnung bei dir? Denkst wohl, das Leben hier unten bei den Dürftigen ist ein Zuckerschlecken, oder? Es gibt nicht genug zu essen und zu trinken. Und Arbeit finde ich auch nicht, um irgendwas daran zu ändern. Soll ich versuchen, Arbeit für dich zu finden? Ach, du willst doch, das willst du doch gar nicht. Hast doch nur Angst davor zu sehen, dass die Bewohner des Armenviertels fleißiger und fähiger sind als die verwöhnten Leute oben. So, jetzt lass das Gemecker mal bleiben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, noch eine Quest bekommen. Einmal wollen die hier alle was von uns. Hier, frag du mal den. Weiß der das mit dem Durst? Ich wüsste nicht, wie ich dir da helfen soll. Eine solch riesige Kreatur braucht Unmengen davon. Okay, dann nicht. Ihn hatten wir auch schon. Wo ist denn die Händler-Tante? Ich glaube, die ist da irgendwo oben. Mehr? War die nicht? Nee, das ist zu weit oben. Da ist sie doch. Vielleicht kann die ja helfen. Tausend Dank dafür, dass du uns geholfen hast. An deiner Stelle hätte ich eine Belohnung gefordert. So. Du hast.
Ich suche nach einer Möglichkeit, den Durst des heiligen Skarabäus zu stillen. Noch nie hat es hier so an Wasser gemangelt wie jetzt. Ich habe sogar nicht einmal Wasser übrig, das ich den anderen Bewohnern des Armviertels verkaufen kann. Genug Wasser für den heiligen Skarabäus aufzutreiben, ist so schwierig wie Sand auf schneebedeckten Bergen zu finden. Okay, dann konnte sie uns also auch nicht helfen. Dann nicht. Dann vielleicht nochmal die Haare durchforsten, auch wenn es eklig ist. Wenn das überhaupt richtig ist. Aber ich glaube schon. Ich glaube, ich bin da auch falsch, so dass ich hier so weit, weiß ich nicht. Bin ich überhaupt richtig hier? Wo ist denn eigentlich diese Stelle, wo man in die Höhle reinkam? Vielleicht ist das ja da. Da oben ist das aber nicht, oder? Hallo? Ist hier was? Nein. Nee. Muss aufpassen, nicht, dass ich mich noch in seinen ekligen Schweißhaaren verirre. Da nicht was? Hallo? Hier? Hier. Nein, das ist nur wieder der Eingang, ne? Oder? Oder wird mir das jetzt hier angezeigt? Ja, dass ich das betreten kann. Aber sind die da jetzt drinne oder nicht? So. Hilf, befrage die Bewohner des Rheinfels, Arbeit für ihn. Er will vertreibe die jungen Rochs von der Haarerntestelle. Ist das dann hier oder nicht? Und hier müssen wir noch ein Stück Stoff finden. Ich weiß es nicht, ob das... Das ist nicht die Haarstelle. Das ist einfach nur wieder die Höhle. Da wette ich mit. Hier, da fliegen doch welche rum. Leute. Komm, wir vertreiben die. Das sind die bestimmt. Ja, junger Roch. Auf sie! Sehr gut. Aber eigentlich ist es gar nicht so gut. Es macht nicht viel Schaden. Obwohl das unsere Tornado-Attacke ist. Aber ein Feuerball, das finden die bestimmt nicht so toll. Jawohl. Der brennt leider nicht. Der dritte vielleicht noch? Nein. Gut, dann greifen wir mit dem Krummsäbel an. Sehr gut. Ja, das Feuer wirkt schon immer sehr, sehr gut. Oh, da weint sie wieder. Mein Tornado hat nicht gewirkt. Kriegt sie immer Kopfschmerzen von, wenn ihre Tornado-Attacke nicht gut war. Geschosse. Und mach's eben so. Inferno. Sehr schön. Wieder einer, der mehr brennt. Brenne. Und dann machen wir gleich mal Eisgeschosse hier von ihr. Der guten Alexis. Fee. Der kleinen Helferin. Ja. Diese doofen Raben hier. Und der eine brennt auch schon wieder gar nicht mehr. Geht ja gar nicht. Eisgeschoss, komm. Mach ihn platt. Das ist gut. 66, damit kann man leben. Und weg war er. Sehr schön. Feuerball. Ja, das findest du nicht so toll, ne? Da, das war auch okay. 35, gut. Und 101. Das Feuer hat ihn gekillt. So soll's sein. Kümmern wir uns um den letzten Roch. Eisgeschoss, bitte. Ob am Ende wohl noch so ein fetter Bosskampf auf uns wartet? Ich weiß es nicht. Der dann so richtig schwer wird? Bestimmt, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es Oberon ist, ganz ehrlich. Ja, es wurde jetzt schon so viel darüber gesprochen.
Das Oberon 1800. Sehr gut. Fertigkeitspunkte, die wollen wir erstmal verteilen. Das machen wir doch erstmal. Eisgeschoss war ja schon richtig gut. Dann machen wir Geschosse nochmal wieder besser. Upgrade. So, und wie war das mit Inventar? Was ist jetzt hier? Luftverbesser, das lassen wir mal so. Hier haben wir aber nichts, ne? Ach, schade. Dann bleibt es erstmal dabei. Und wir können zu ihm zurück. Die flogen da ja rum. Nee, warte. Erstmal können wir ja noch weiter wegen dem Wasser überlegen. Durstiger Skarabäus, Syngobin. Turachen, ein Stück Stoff, muss ich im Hinterkopf. Höchste Stelle der Berg, weiß ich nicht, ob die hier ist. Und nach Arbeit müssen wir hier auch fragen. Was ist mit ihm hier? Vielleicht kann er ja mal helfen, der doofe Fuchs. Hallo. Niedlich, okay. Er ist immer noch einfach nur niedlich. Kann er hier vielleicht nochmal helfen? Arbeit. Du hast nicht zufällig Arbeit für einen Bekannten von mir aus dem Armviertel, oder? Er ist zwar ein bisschen griesgrämig, aber sehr fleißig und hochmotiviert. Da muss ich dich leider enttäuschen. Das Geschäft läuft nicht mehr so gut, seit es um die Stadt so schlecht bestellt ist. Ich kann mir eine zusätzliche Arbeitskraft nicht leisten. Okay. Du siehst so aus, als wolltest du mich um etwas bitten. Schieß los. Vor kurzem habe ich einen sehr interessanten Artikel über wunderbar gearbeitete Kanopenkrüge gelesen. Das sind Gefäße, die man für gewöhnlich in Grüften vorfindet, sowie in Schlupfwinkel der Gule. Du meinst die Behälter, in denen man früher die Organe der Verstorbenen aufbewahrt hat? Ganz genau. Die Kanopenkrüge sind dort aber schon ziemlich lange und von den Organen dürfte nicht mehr viel übrig sein. Hör zu, ich bitte dich, mir diese Krüge zu bringen. Im Feinladen eines passionierten Antiquitätensammlers sind sie doch viel besser aufgehoben als in schmutzigen, unheimlichen Schlupfwinkel irgendwelcher grässlichen Kreaturen. Okay, das machen wir natürlich auch noch. Quests ohne Ende. Auf einmal ist das hier das Stück Stoff vielleicht. Oh Mann, vielleicht kriegen wir das ja als Belohnung. Das wäre natürlich nice. Wenn wir das kriegen würden. Vielleicht kann sie uns helfen. Morgiana. Traurig. Stimmt was nicht. Du siehst so bedrückt aus. Ach, hat jetzt auch noch wieder was. Alle wollen was. Mein Mann, er ist weg und ich weiß nicht, wo er sein könnte. Ich habe nichts mehr von ihm gehört und mache mir solche Sorgen. Okay, beruhige dich. Mach dir nicht allzu viele Gedanken. Bestimmt ist mit ihm alles in bester Ordnung. Ich weiß es nicht. Bitte, barmherziges Wesen, ich flehe dich an, finde ihn. Ich werde jeden Stein umdrehen, um ihn zu finden. Das verspreche ich. Okay. Quests, Quests, Quests und niemand, der uns helfen kann. Kann die uns eigentlich nicht helfen? Ich weiß es nicht. Geh mal erstmal weiter. Ist hier links? Kann man da... Nein. Okay. Ding, 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 ding. Okay, dann ein bisschen mit Highspeed woanders vielleicht lang. Das bringt ja auch nichts. Können die uns vielleicht helfen wegen dem Wasser? Sei gegrüßt, Wesen aus einer anderen Welt. Was können die Schwestern des heiligen Skarabäus für dich tun? Weißt du, wie man den Durst des heiligen Skarabäus stillen kann? Eigentlich sind wir für das Wohlbefinden des heiligen Skarabäus zuständig, aber bis jetzt blieben sämtliche Maßnahmen erfolglos. Die Schwestern können dir leider nicht helfen, Alexis. Toll. Hast du noch was anderes hier? Nö, dann tschüss. Ja, wenn du gar nicht helfen kannst, dann... Toll. Folgen die Mauer geflogen? Flieg doch mal. Flieg zurück. Diese Dinger kann man aber nicht einsammeln, oder? Okay. Flieg, 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 flieg. Da sind unsere Freunde. Dann gehe ich hier nochmal weiter. Und im Armviertel sonst nochmal fragen. Aber wir brauchen ja auch Arbeit hier für ihn. Hier, er hier vielleicht, Ali. Was willst du, Schergin des Tyrannen? Ich bin auf der Suche nach Morgianas Mann. Bist du das zufällig? Wer soll ich sein? Das ist völlig grotesk. Ich bin nicht ihr Mann. Definitiv nicht. Weißt du vielleicht, wer ihr Mann ist oder wo ich ihn möglicherweise finden kann?
Hast du mal ganz oben auf dem Tempel versucht oder direkt im Herzen des Schlupfwinkels der Ghule? Ich glaube zwar nicht, dass er dort ist, aber dort zu suchen wäre zumindest mal ein Anfang. Okay. Was ist mit, damit? Sag mal, irgendwie kann man den Durst des Heiligen Skarabäus doch bestimmt stillen, oder? Weiß nicht. Ich glaube kaum, dass man bei einer riesigen Gottheit mit ein paar Tropfen abgestandenen Wassers weit kommt. Okay, dann weiß er auch nicht Bescheid, leider. Hier ist aber auch noch einer. Vielleicht ist er das ja. Ach, meine geliebten Pflanzen. Was kann ich für dich tun? Die blöden Pflanzen. Komm, brauchen deine Pflanzen eigentlich immer noch Wasser? Meine Pflanzen. Heißt das, du würdest dich um sie kümmern? Wirklich? Das ist ja großartig. Du bist einfach ein Schatz. Danke, danke, danke. Ja, du hast du was falsch verstanden, aber zufällig wüsste ich jemanden aus dem Armenviertel, der Arbeit sucht. Er hätte großes Interesse. Aus dem Armenviertel mag er Pflanzen? Er hat zwar vielleicht ein dunkles Gemüt, dafür aber einen grünen Daumen. Das versichere ich dir. Na gut, ich denke, meine armen Lieblinge brauchen einfach jemanden, der sich um sie kümmert. Ganz egal, wo diese Person herkommt. Egal ob reich oder arm. Hauptsache, die Person kümmert sich gewissenhaft um deine Pflanzen. Ich werde ihm sofort Bescheid sagen. Das ist ja toll. Das finde ich jetzt schön, dass der sich jetzt um die Pflanzen kümmert. Du weißt nicht zufällig, wo ich Morgianas Mann finden kann, oder? Mann? Ja, also ich meine, ich hätte nie gedacht, dass so eine Furie einen Mann haben könnte. Tut mir leid, ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich muss mich um meine kleinen grünen Lieblinge kümmern. Schönen Tag noch. Ist er das? Bist du dir sicher, dass du mir nicht weiterhelfen kannst? Du wirkst plötzlich etwas angespannt. Morgiana macht mir Angst. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass sie verheiratet ist, sofern das überhaupt stimmt. Ich bin jedenfalls nicht ihr Mann, hast du gehört? Ich bin nicht ihr Mann. Ich nicht. Okay, wenn du das sagst, was ist denn mit denen los? Okay, das war aber etwas merkwürdig. Immerhin haben wir Arbeit gefunden für ihn. Das würde ich sagen, sagen wir ihm wenigstens nochmal. Mal gucken, wie sehr er sich freut. Wo ist er überhaupt? Ich weiß immer nicht, wohin. Der ist das doch, oder? Hoffentlich. Und, hast du Arbeit für mich gefunden? In der Tat, Al-Shamandal sucht einen Gärtner. Wäre das was für dich? Ob das was für mich wäre? Denkst du etwa, ich hätte eine Wahl? Natürlich würde ich die Stelle sofort annehmen. Für wen hältst du mich eigentlich? Ich fasse das mal als deine ganz persönliche Art auf, Danke zu sagen und will dich bei deiner Schimpferei nicht weiter stören. Stiefel aus verbessertes Feuerset habe ich dafür bekommen. Das ist ja nett. Verschwinden die dann am Ende? Und kann ja sein, dass sie dann am Ende alle irgendwie zusammenleben und zusammenarbeiten. Vielleicht gibt es ja dann gar kein Armenviertel mehr. So. Und, hast du dich um die jungen Vögel gekümmert? Sie werden dir keine Schwierigkeiten mehr bereiten. Du kannst also mit der Ernte fortfahren. Badr al-Dine wird sehr erfreut darüber sein. Du hast wirklich eine Heldentat vollbracht. Hier, nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich danke dir. Bestimmt wird sich dein Geschenk als nützlich erweisen. Verbessert das Feuerset, natürlich. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt das ganze verbesserte Feuerset voll. Nur weil wir jetzt all den Leuten helfen. Ich guck mal, wer als nächstes vielleicht helfen könnte, wen wir noch nicht angesprochen haben. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Fairy und helfen dann allen Leuten weiter, wie gesagt. Ja, bis dann.